Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Es ist nicht Montag, es ist Dienstag, aber der erste Tag, erste Werktag der Woche. Und wir haben mal wieder Gäste nach Pfingsten. Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, also ich bin Tobias Kappert, ich bin IT-Sicherheitsbeauftragter hier an der Fachhochschule Münster. Sebastian Schinzel, Professor für IT-Sicherheit an der FH Münster im Fachbereich Elektrotechnik und Informatik. So, okay. Und ihr ahnt schon, worum es geht, IT-Sicherheit. Es wurde eben schon festgestellt, unser iMac muss mal wieder aktualisiert werden. Unsere Passwörter könnten wir auch noch ein bisschen optimieren. Die stehen da an der Wand. Ja, genau. Aber das ist ja nicht so das Problem. Können wir gleich vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber es gibt von eurer Seite Tipps zum Thema IT-Sicherheit. Richtig. Für die Leute da draußen. Erzählt doch mal ein bisschen. Was habt ihr gemacht? Was kann man von euch lernen? Du machst das. Ja, also wir haben ja im letzten Jahr schon eine Awareness-Kampagne an der Hochschule gestartet. Da haben wir probiert, ein bisschen die Mitarbeiter auf jeden Fall zu informieren, worauf muss man achten, wenn man im Internet unterwegs ist, was sind so die typischen Fallstricke. Und in diesem Jahr haben wir uns überlegt, dass wir wieder ein bisschen mehr in Richtung Phishing gehen möchten und halt Phishing erklären möchten. Phishing ist immer noch so ein aktuelles Thema, das ist den meisten irgendwie noch nicht wirklich klar, wie das genau funktioniert, worauf muss ich achten. Mhm. Und wir haben uns dann einfach mal vorgenommen, dass wir das ein bisschen beleuchten wollen, vielleicht auch dann ein paar Tipps an die Hand geben wollen, wo man dann halt drauf achten muss, um halt Phishing zu erkennen. Okay, jetzt für die Ersten, die jetzt schon die Angelrute aus dem Schrank holen und Phishing, denken, ich habe super Tipps, wie ich mir einen großen Hecht ziehe. Phishing, was ist das? Was versteht man darunter? Ja, das ist so ein Kunstwort aus Passwort und Phishing, dem Englischen. Also, ne, Es hat tatsächlich was mit Phishing zu tun, weil wenn man sich das so überlegt, ich nehme jetzt eine Angel und werfe die ins Wasser und da muss halt erstmal irgendwo auch einer anbeißen. Mhm. Und bei dem Phishing, das wird ja mit PH geschrieben, ne, Phishing, da will ich Passworte phishen. Und deshalb sende ich gefakte E-Mails raus, in der Hoffnung, dass die Leute auf Links klicken, wo sie dann ihr Passwort eingeben oder mir es sogar schicken. Mhm. Weil ich halt einfach sage, wir sind deine Bank, hier ist leider was schiefgelaufen, bitte schicken Sie uns eine Antwort und bestätigen Sie, dass wir Ihren Account wiederherstellen sollen und Ihr Passwort müssen Sie auch noch reinschreiben. Mhm. Ja, und dann gibt es ganz viele Leute, die das nicht machen, aber die E-Mail wird halt millionenfach verschickt. 99,999% klicken da nicht drauf, geben nicht ihr Passwort ein, aber ein paar hundert tun es halt. Und das reicht, ne? E-Mails versenden, Spam versenden kostet kaum was. Und wenn es ein paar hundert Leute machen, dann hat man ein paar hundert Passworte und möglicherweise schon gewonnen. Mhm. Und es gibt es ja nicht nur bei Bank-Accounts, sondern PayPal-Accounts, Amazon-Accounts, habe ich auch schon in letzter Zeit häufiger mal wieder solche E-Mails bekommen. Mhm. Die sehen, auf den ersten Blick kann man sie auch gar nicht so wirklich unterscheiden. Also sie sehen ja schon recht seriös aus, sage ich mal. Ja. Also was so die Oberfläche angeht, sieht es aus, als ob es tatsächlich von PayPal oder Amazon kommt. Ja, genau. Das ist halt die Gemeinheit. Nur weil es so aussieht, wie als ob es von Amazon kommt, ist noch lange kein Hinweis dafür, dass es tatsächlich auch so ist. Früher hat man gesagt, eine Phishing-E-Mail, ach, da haben die Leute ganz furchtbares Deutsch geschrieben. Also in ihrer Heimatsprache geschrieben, dann durch Google Translate auf Deutsch übersetzt und dann durchgeschickt. Also mit Tippfehlern drin, mit ganz komischen Satzkonstruktionen. Und gesagt hat, nee, das kann es nicht sein. Ja. Aber heutzutage sind die Leute wirklich einfach sehr gut. Okay, woran kann man dann jetzt erkennen, dass es eine Phishing-Mail ist? Also was sind vielleicht so typische Hinweise, wo die Warnglocken angehen und man sagt so, oh, vielleicht gucke ich doch nochmal genau hin, was ist das für eine Mail? Mhm. Ja, also klassischerweise Tippfehler findet man immer nochmal irgendwo in den Mails drin. Mhm. Also die sind auch nicht wirklich 100% perfekt, außer natürlich, dass es jetzt wirklich von einer, sagen wir, großen Organisation dann wirklich um den dicken Fisch zu angeln, sprich zum Beispiel so ein CEO oder sowas von einem Unternehmen. Aber ansonsten hat man halt immer die Möglichkeit, zum Beispiel auf den Absender zu gucken. Der kann zwar grundsätzlich vorgetäuscht werden, also der Name des Absenders, aber die E-Mail, von wo die E-Mail wirklich herkommt oder von welcher Adresse die E-Mail kommt, die kann man auf jeden Fall überprüfen. Mhm. Da kann es zum Teil schon reichen, dass man einfach nur oben kurz einmal über die E-Mail-Dings hovert und schaut, was steht da überhaupt für eine E-Mail. Oder halt man müsste sich natürlich dann doch technisch ein bisschen tiefer begeben und dann wirklich die Header angucken, was steht da wirklich denn in den Klartext-Headern drin, um zum Beispiel dann so eine Adresse zu erkennen. Mhm. Also der Hintergrund vielleicht ganz kurz ist halt, wir können ja eine E-Mail schreiben, also ich weiß jetzt nicht, sebastian123@web.de schickt jetzt eine Mail hier irgendwie an die FH Münster und ich habe ja immer eine E-Mail-Adresse und dann habe ich noch so Vorname, Nachname, so ein Feld. Ne? Ja. Und wenn ich da dann aber irgendwie reinschreibe präsidium@fhmünster.de, dann geht Outlook zum Beispiel her und na klar, die E-Mail-Adresse ist sebastian123@web.de, aber was Präsidium dargestellt wird, der Realname, da steht dann plötzlich eine E-Mail-Adresse präsidium@fhmünster.de und das kann man nicht prüfen. Mhm. Das merkt man aber dann, wenn man mit der Maus über diesen Namen drüber geht, dann wird die richtige Absender-E-Mail-Adresse angezeigt und das, wenn das dann eben ne, sebastian123@web.de ist, dann wird es wahrscheinlich nicht die Präsidentin gewesen sein. Ja. Okay. Mhm.
Gut, also bei solchen Sachen wie PayPal oder Amazon ist es ja wahrscheinlich auch ratsam, sich einfach vielleicht auf den Portalen mal einzuloggen und zu gucken, habe ich dann da auch eine Nachricht bekommen, weil es ja nicht vielleicht nur über E-Mail geht. Jetzt habt ihr eben schon erzählt, vergangenes Jahr habt ihr schon eine Kampagne gestartet, dieses Jahr macht ihr das wieder, um so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Wie macht ihr das? Letztes Jahr seid ihr, glaube ich, über die auf den verschiedenen Campi bei uns unterwegs gewesen und habt Vorträge gehalten auch. Dieses Jahr ist es ein bisschen offener gestaltet. Genau. Wir sind letztes Jahr durch alle vier Campi gezogen, wie so ein Wanderzirkus, und haben so ein paar Vorstellungen gemacht, ein paar Vorträge gegeben, haben den Leuten erklärt, wie man Passwortmanager einrichtet zum Beispiel. Die Videos stehen auch heute noch online, das heißt, die kann man heute auch noch einsehen. Und sozusagen alles, was wir letztes Jahr gemacht haben, ist digitalisiert und kann man sich auch anschauen, sowohl in Folien als auch in PDFs. Und dieses Jahr haben wir einen Vortrag gemacht, der geht so ungefähr eine Dreiviertelstunde, Tobias und ich zusammen, und da erklären wir so ein bisschen mehr im Detail, wie Phishing eigentlich funktioniert, auf was muss ich mich gefasst machen, wie ticken die Leute so, wie machen die Kriminellen, wie funktioniert das Ganze im Hintergrund, also wie verdienen die ihr Geld und so weiter und so fort. Spannend, also kann ich mir als Video quasi eine Dreiviertelstunde angucken und danach bin ich, was das Thema Phishing angeht, auf jeden Fall schlauer und ein bisschen sicherer unterwegs. Hoffentlich auch ein bisschen sicherer unterwegs. Ja, das ist das Ziel daran. Was ist ein Tipp, den man jetzt vielleicht so noch mitgeben kann? Passwörter. Was ist denn so das unsicherste, meistverbreitete Passwort? Wir haben uns eben schon so ein bisschen drüber unterhalten. Ja, da gibt es ja schöne Statistiken. Das Gemeine daran ist es ja, dass man gute Statistiken machen kann, weil so viele Passwortdatenbanken gestohlen werden. Ja. Also da ist man als User noch nicht mal schuld. Man macht sich einfach irgendwo einen Account, irgendwo ein Konto in einem Dienst, in einem Online-Dienst. Der Online-Dienst wird gehackt, alle Benutzernamen, Passwortkombinationen werden gestohlen und dann irgendwie ins Internet gestellt. Das heißt, wir haben eine gute Datenlage. Ja, und wir sehen halt, dass die Leute besonders gern 1, 2, 3, 4, 5, 6 zum Beispiel nehmen. Vornamen. Viele Leute nutzen auch als Teil des Passworts den Namen von dem Dienst. Also zum Beispiel FA Münster würde man dann als Teil des Passworts zum Beispiel dann verwenden, was natürlich keine gute Idee ist. Ja, weil wenn ich jetzt sehe, ihr Passwort ist jetzt auf Instagram, weiß ich nicht, Moin Moin Instagram oder sowas, dann will ich jetzt hier an der FA Münster mal ausprobieren, aber wie wäre es denn mit Moin Moin FA Münster? Ja, oder famünster.de oder so. Also das ist, ja, aber das ist erstmal jetzt kein menschliches Problem. Passworte funktionieren nicht bei Menschen. Das muss man auch einfach dann mal so sagen. Also wie viele Konten habt ihr online so? Was würdet ihr tippen? Eieiei. Oh, das sind bestimmt, wenn ich mit E-Mails, mit Social Media, 20. Ja. Ich hau einfach mal eine Zahl raus, ja, bestimmt so 15. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Also in meinem Passwortmanager sind 130 Passworte drin. Okay. Ja, okay, und das sind natürlich, okay, ich bin Informatiker, also ich habe x Systeme, die ich noch so hier und da mal mache oder so, aber es sind doch bestimmt einfach 30, 40 Accounts von irgendwie Online-Banking, die ganzen Social-Media-Sachen. Social-Media, E-Mail, irgendwelche Foren, wo man sich mal angemeldet hat. Also Adobe, um sich da Software runterzuladen und laut den ganzen Käse. Ne? Ja. Das kann sich ja kein Mensch mehr merken. Also wenn das kompliziert sein soll, wie soll das denn gehen? Es funktioniert einfach nicht, und da haben wir auch mehr als genug Studien, die zeigen, dass es nicht geht. Von daher, die einzige Lösung, die man machen kann, ist, man merkt sich ein einziges Passwort und hat einen Passwortmanager. Und da haben wir letztes Jahr in der Security Awareness Kampagne einen vorgestellt, einen kostenlosen Passwortmanager. Es gibt noch x andere. Wir haben XKeePass vorgestellt. Also KeePass X. Genau, ja. Ich nutze LastPass. Es gibt noch OnePassword. Also es gibt ganz viele Passwortmanager, die man verwenden kann. Teilweise kosten die Geld, teilweise nicht. Die kann man teilweise sogar als Browser-Plugin noch drin haben. Das heißt, ich muss gar nicht mehr extra klicken. Ich gehe auf eine Webseite, der Passwortmanager erkennt, ich bin auf der Webseite, macht Username, Passwort rein, klickt Submit. Das heißt, ich bin direkt schon angemeldet. Ich gehe auf die Webseite drauf und bin direkt angemeldet. Das ist auch schöner sozusagen, das Ganze dann zu machen. Aber wo ist dann genau der Unterschied zu verschiedenen Browser? Merken sich ja, oder kann ich ja einstellen, dass sie sich eben die Passwörter auch melden. Ist das kritisch? Oder? Nee, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also die Passwortmanager, die jetzt so bei Apple, Firefox und so weiter drin sind, sind selber wieder verschlüsselt. Das heißt, selbst wenn die über die Cloud synchronisiert werden, wird das so verschlüsselt, dass Apple und die ganzen Hersteller das selber nicht lesen können. Voraussetzung ist, dass das Masterpasswort gut ist. Ja, und da muss man so ein bisschen abwägen. Natürlich exponiert man sich ein bisschen mehr, wenn man ein Programm hat, wo die Passworte drin gespeichert werden, klar. Aber irgendein Tod muss man sterben. Und ich kann mir keine 140 Passwörter merken. Also entweder ich nehme überall das Gleiche, ja, dann macht es keinen Sinn. Ja. Weil wenn irgendwo, wenn ich jetzt sozusagen durch diese Passwortlisten durchgehe, sehe ich so 7 oder 8 Passworte von mir, die draußen
schon bekannt sind. Mhm. Einfach weil Dienste gehackt wurden, wo meine Passworte drin waren. Ja, und von daher, ich kann es nur mit Passwortmanager machen. Wer keinen Passwortmanager verwendet, kann gehackt werden, weil seine Passworte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unsicher sind. Mhm. Ja. Das ist richtig. Ja. Ja, wir haben auch ein Video aufgezeichnet, wie man den Passwortmanager zum Beispiel bedient. Also das ist auch online verfügbar, zum Beispiel auf unserer Webseite der IT-Sicherheit. Da kann man sich das auch gerne angucken. Da, werden wir noch, da haben wir aufgeklärt, wie funktioniert das überhaupt. Und man sieht eigentlich auch, dass es ziemlich trivial nutzbar ist und man nicht unbedingt einen Mehraufwand hat. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und sehr interessant, die Links packen wir alle noch mit zum Video, damit die Leute sich das anschauen kann und sich ein bisschen informieren können. Wir hoffen, ihr seid ein bisschen erhellt. Wir machen weiter noch mit zwei Ankündigungen. Und zwar, du hast ein neues Ferngespräch am Start. Genau, wir haben ein neues Ferngespräch. Wer das Format noch nicht kennt, da geht es darum, dass wir mit Leuten, mit Studenten von uns, die im Ausland unterwegs sind, ein Skype-Interview machen und dann noch so ein bisschen Videomaterial von denen zur Verfügung bekommen und daraus kleine Filmchen zusammenstellen. Die Leute erzählen, warum sie ins Ausland gegangen sind, wie sie da so leben, was sie da so erleben. Und warum es sich vielleicht auch für euch lohnen könnte, ins Ausland zu gehen. Wenn ihr die aktuelle Folge anschauen wollt, verlinken wir euch auch. Da geht es diesmal um Konstantin. Ja. Der ist, studiert bei uns BWL und ist momentan auf Gran Canaria. Kann man mal machen. Also schaut euch das an. Der hat da gerade eine ganz gute Zeit. Genau. Und dann haben wir noch eine Story. Richtig, da geht es in dieser Woche um Gründerstipendium. Leute, die eine pfiffige Idee haben, sich selbstständig machen wollen. Wie kommt man an so ein Stipendium ran? Wir haben ein Beispiel von einer Ökotrophologie-Studentin bei uns, die sich selbstständig machen möchte, indem sie eine Beratungsfirma in Sachen Ernährungsberatung für Drittweltländer auf die Beine stellen möchte. Und die erzählt, wie sie an so ein Gründerstipendium rangekommen ist und was, welchen Weg sie jetzt so als nächstes geht. Genau. Auch sehr spannend. Am Mittwoch. Der Mittwoch ist Storytag, richtig. Ja. Fast vergessen. Okay. Gut, das war's. Vielen Dank für den Besuch. Danke euch. Sehr erhellend. Ja, genau. Ich hoffe, ihr seid auch schlauer da draußen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Richtig. Nächste Woche Montag. Da haben wir auch Besuch und zwar den Asta. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.